Die Lego-Herr-der-Ringe-Themenwelt gibt es nicht mehr. Trotzdem lebt Mittelerde immer noch weiter im Klemmbausteinformat in den Herzen vieler kreativer Mockbauer, die verschiedene Kreationen dazu herausgebracht haben. Und ich möchte euch heute einfach mal 6 von diesen präsentieren, die man gesehen haben muss. Viel Spaß, los geht's! Hallo Freunde des Steins und herzlich willkommen zurück zur Brick Story. Schön, dass ihr mit dabei seid, heute mit einem weiteren Herr der Ringe Mock Video. Ich habe dazu schon mal einen Teil gemacht, falls euch das auch noch interessiert nach diesem Video. Noch dazu sei gesagt, das ist jetzt hier mein persönliches Ranking. Ist. Das heißt, ihr könnt das natürlich vollkommen anders sehen, schreibt das gerne in die Kommentare und es gibt bestimmt auch Mocks, die ich noch nicht gesehen habe, die könnt ihr auch gerne in die Kommentare schreiben, würde mich natürlich freuen und damit fangen wir direkt an mit Platz Nummer 6. Wir fangen direkt an mit dem Witch King Battle. Das könnte man theoretisch so auch aus Set herausbringen, hat 550 Teile. Wir fangen ja mal ganz klein an. Und das, was hier vor allen Dingen heraussticht, ist natürlich der Hexenkönig mit seinem großen Fellbeast, beziehungsweise halt dem schwarzen Drachen. Der ist wirklich beängstigend und sowas hat tatsächlich in der Herr-der-Ringe-Reihe auch noch gefehlt, meiner Meinung nach. Hätte man auch super in eine potenzielle Schlacht um Minas Tirith in der dritten Welle an Herr-der-Ringe-Sets hereinbringen können. Wie auch immer, der Drache hier mit den Plastikteilen, finde ich, ist schön gebaut. Man kann natürlich auch Stoffteile verwenden. Die sehen aber, denke ich, für so einen zerrissenen Flügel, wie es halt bei den Fellbeasts ist, nicht so gut aus wie jetzt hier die Plastikteile. Plus dazu haben wir dann hier natürlich auch nochmal Eowyn mit dabei. Sie gab es vorher noch nie als Lego-Mini-Figur. Das heißt, es wäre eine komplett neue Figur gewesen. Noch einmal Merry und auch noch König Theoden, der dann hier mit seinem Pferd, naja, quasi unter seinem Pferd begraben wird. So in etwa. Ist schon eine sehr coole Szene im Film und als Set könnte man es, denke ich, auch sehr, sehr gut umsetzen. Alleine der Drache, ein Drache außerhalb der Ninjago-Reihe, hätte definitiv auch was für mich. Gebaut wurde das hier von Lego Mock Lock. Der hat dazu auch Anleitungen, falls euch das interessiert, kann ich auch gerne nochmal verlinken. Und nein, das hier ist kein, ich werde nicht hier für diese Werbung bezahlt. Ich habe halt einfach nur das hier gezeigt, deshalb wollte ich es auch noch erwähnt haben. Im Lande Mordor. Im Feuer des Schicksalsberges schmiedete der dunkle Herrscher Sauron heimlich einen Meisterring, um alle anderen zu beherrschen. Eigentlich bin ich auch gar nicht so der Bionicle- bzw. Actionfigur-Typ, aber dieser Sauron, den ihr hier sehen könnt, der hat es mir schon irgendwie angetan. Es ist so eine Art Kombination aus Fertigteilen, wie ihr sehen könnt, unter anderem dieser Brustpanzer, den gab es auch schon in einigen Mech-Sets quasi, plus dann aber auch noch ein paar Brick-Build-Elementen, wie zum Beispiel hier dieses Teil um seine Hüfte, das sieht sehr, sehr interessant aus, aber auch natürlich sein Schlagstock sowie seine Krone obendrauf und natürlich auch diese Perspektive, wie er dann hier den einen Ring hält. Ein sehr, sehr schönes Mock von Aaron Newman. Schön eingesetzt hat er dann auch hier dieses Cape mit diesen einzelnen Löchern drin und natürlich auch hier die Fotografie, wer das Ganze in Szene gesetzt hat, ist wirklich sehr, sehr gut gemacht. Sowas könnte ich mir tatsächlich auch gut als so eine Art UCS oder Sammlerset vorstellen, wie halt damals diese General Grievous Figur in so einem großen Maßstab schön oben aufs Regal stellen. Ja, das hat tatsächlich schon was. Formiert euch, ihr Maden! Formiert euch! Speere nach vorn! Bogenschützen dahinter! Dann haben wir wahrscheinlich auch viele von euch einfach das Problem, nicht genug Teile zu haben. Und wenn man dann zum Beispiel Minas Tirith nachbauen möchte, beziehungsweise die Schlacht von Minas Tirith, dann fehlt es halt einfach an allen Ecken und Kanten. Deshalb hier vielleicht ein kleines Mock zur Inspiration. Das ist der Minas Tirith Breakthrough, wie ihr hier sehen könnt. Da haben wir zwei Olifanten, wie sie quasi auf diese Mauer zulaufen. Und noch einen weiteren Olifanten, der gerade Mittagspause hier mitten in der Wand macht. Diese Wand, wie ihr sehen könnt, die ist halt, das ist halt nur ein Teil von Minas Tirith gebaut. Bedeutet, dass der Maßstab gut passt von den Figuren. Alle anderen Mocks von Minas Tirith, die müssten ja gigantisch groß sein, damit sie halbwegs im Minifiguren-Maßstab sind. Plus dazu kann man halt die Armeen auch sehr cool ausstellen. Hier die ganzen Trolle, das wurde jetzt hier tatsächlich gebaut vor 2011, als die ersten Herr-der-Ringe-Sets herausgekommen sind. Deshalb sind hier noch diese alten Ork-Figuren verwendet. Plus dazu dann halt auch noch die älteren Bogenschützen.
Trotzdem, diese einzelnen Katapulte, die hier noch dran sind, das war auch eine wahnsinnig coole Szene, wo die Katapulte dann alle gefeuert haben in Minas Tirith. Plus dazu dann hinten könnt ihr auch noch leicht einen Anfang dieser Wohnhäuser quasi sehen. Leider ist es hier ein relativ altes Mock, deshalb ist das Bild nicht in so einer guten Auflösung und man kann halt auch nicht die andere Perspektive sehen. Ich wollte es einfach nur hier reingepackt haben, damit ihr noch eine kleine Inspiration habt, was man auch mit weniger Teilen bauen kann. Beim nächsten Mock wurde Minas Tirith dann vervollständigt. Hier seht ihr Minas Tirith, da passen manche Proportionen noch nicht so ganz. Wenn es im Minifigurenmaßstab wäre, beziehungsweise im richtigen Maßstab wäre, dann müsste es noch mal viel, viel größer sein. Es ist aber jetzt schon groß genug und schaut euch einfach mal dieses vollkommen übertriebene Meer an Minifiguren davor an. Ich weiß nicht, wie viel Geld hier reingeflossen sein muss und wie viel Zeit hier reingeflossen sein muss. Aber sowas wäre natürlich einfacher möglich, wenn Lego mal ein einfaches Battle Pack mit Orks herausbringen würde. Das hat mich damals immer an der Herr der Ringe-Reihe gestört, dass man halt nicht billig an Orks rangekommen ist. Wie auch immer, das Gleiche setzt sich dann natürlich auch nochmal hier am Hauptteil der Burg fort. Dort sind dann auch wieder ganz viele Soldaten aufgestellt. Ich glaube, das wäre ein reiner Kindheitstraum, sowas selber zu haben. Und hier vorne dann der Rambock, der dann vorne an das Tor angebracht wird und von den einzelnen Trollen geschoben wird. Auch dieses Mock wurde wieder vor der ersten Herr-der-Ringe-Welle gebaut. Deshalb sind hier halt noch diese alten Castle-Orks verwendet worden. Plus dann hier auch noch ein interessanter Bild für einen Varg. Schon sehr beeindruckend, aber es wird nochmal getoppt von den nächsten Mocks, die gleich noch folgen. Jetzt kommen wir nämlich zu Erebor und der einsame Berg. Mann, oh Mann, damals, als die Hobbit-Filme rausgekommen sind, ich bin so gerne ins Kino gegangen, um halt mich faszinieren zu lassen von diesen Welten. Auch wenn es vielleicht nicht ganz so gut ist wie Herr der Ringe, mich hat es trotzdem immer in den Kinosessel reingedrückt, als ich das damals angeguckt habe. Und dieses Mock hier, das lässt mich auch gerade sprachlos. Seht ihr, was das für ein Riesending ist hier allein im Vergleich mit dem Erbauer, mit dem Migalard. Der hat hier einen 2-Meter-Mock rausgehauen. Er hat eine Tiefe von 1,7 Meter und eine Breite von 1,8 Meter. Wenn ihr das Ganze durch die Gegend tragen wollt, ja, da müsst ihr dann 130 Kilogramm und insgesamt 120.000 Einzelteile bewegen. Mann, Mann, Mann. Und noch dazu, das sind ja jetzt nicht einfach nur so hingesteckte Einzelteile, wie bei irgendeiner Großfigur, die ihr im Legoland seht. Nein, das ist wirklich feinste Bautechnik, was ihr hier sehen könnt. Hier vorne haben wir den Eingang mit den Zwergen. Wir haben hier an der Seite diese großen Zwergenstatuen dann auch noch, die man im Film sehen kann. Und diese ganze Fassade, er hat natürlich jetzt den Berg teilweise weggelassen, aber hier dieses Eingangsportal quasi zum einsamen Berg hat er auch komplett nachgebaut und vorne natürlich auch noch ein bisschen ausgeschmückt. Und das Beste finde ich ja tatsächlich noch, wie er das Ganze dann fotografiert hat. Ihr seht hier zum Beispiel ein Bild mit Smaug und Bilbo. Ihr seht dann hier nochmal die Zwerge. Das alles wunderschön in Szene gesetzt und noch ein bisschen nach dieser Art, wie auch der Film von Peter Jackson damals gemacht worden ist. Trifft mich schon und lässt mich nochmal zurückgehen in diese Zeiten, wo halt damals der Film herausgekommen ist. Wirklich wunderschön, sehr, sehr gute Arbeit. Und natürlich ein Traumobjekt für jedes Wohnzimmer, kann man nicht anders sagen. Wir haben ja jetzt auf unserer Reise durch Mittelerde schon einiges gesehen. Platz Nummer 1 hat mich aber dann doch nochmal richtig vom Hocker gehauen. Das hier ist Minas Tirith mit knapp 100.000 Einzelteilen. Designed von Stefano Mappelli, auch Stehbricks genannt. Mann, oh Mann, ich glaube, ich brauche bei mir zu Hause, wenn ich irgendwann mal eine größere Wohnung habe, gar keine Tapete. Ich stelle einfach dieses Ding an die Wand und perfekt ist das Ganze. Die 7 Ringe sind hier nachgebaut. Das werden jetzt wahrscheinlich einige von euch sagen. Ja, da fehlt aber doch nochmal oben was drauf. Ja, das hier ist auch nur Teil A, den es bis jetzt gibt. Teil B wird da auch noch folgen. Ich will gar nicht wissen, wie lange das dauert, das nachzubauen. Ihr könnt hier tatsächlich auch die realisierte Variante von Minas Tirith sehen. Die hat Luca Catalano für Bricks Creations bzw. bei Bricks Creations gebaut. Das ist ein Bricklink-Shop. Die haben das sich nachgebaut und die haben das auch sehr cool hier nochmal in Szene gesetzt, in so einer Art
Grotte das nochmal fotografiert mit verschiedenen Effekten, professionell. Soweit ich weiß, wird es demnächst auch noch auf einer Messe ausgestellt, dass man sich das auch selber angucken kann. Vielleicht die Chance, da zu sein. Und das Krasseste finde ich immer noch, dass sie zu diesem Ding auch noch eine Anleitung gemacht haben. Das heißt, ihr könnt euch das theoretisch nachbauen, wenn ihr jetzt das nötige Kleingeld oder 100.000 Legosteine oder Klemmbausteine bei euch zur Verfügung habt. Ich will gar nicht wissen, wie lange man für diese 4.000 Seiten Anleitung braucht. Knapp 4.000 Seiten wurde mir gesagt, hat das Teil dann, wenn man es nachbauen möchte. Einfach der Wahnsinn. Soweit ich weiß, ist es nicht ganz im Minifigurenmaßstab. Das stört mich aber nicht so wirklich. Die Hauptsache ist, dass da diese wichtige Minifigur unten im Eingang drin steht. Das fand ich sehr cool, dass sie da auf dem Bild noch gewesen ist. Und vor allem gespannt bin ich dann natürlich auch auf den Teil B, der das Ganze noch ergänzt. Manowar, ich glaube, ich muss mal wieder mehr Herr der Ringe-Videos machen. War eine sehr schöne Zeit, das Video hier aufzunehmen. Guckt auf jeden Fall auch bei den einzelnen Mockbauern vorbei. Die sind natürlich alle in der Infobeschreibung verlinkt. Und ansonsten findet ihr jetzt hier noch weitere Top 10 Mock-Videos und Rankings. Viel Spaß und habt einen wundervollen Tag.